Hallo ihr Lieben, wir machen heute ein festliches Gericht und zwar grillen wir knusprige Koteletts mit einer fantastischen Kruste. Und das, was wir als erstes machen ist, ich habe das Fleisch schon rausgelegt. Das reiben wir jetzt ein bisschen mit Olivenöl ein und würzen das Ganze mit Salz. Und das geht so gleich auf den Grill. Den Grill, den haben wir bereits für 180 bis 200 Grad direkte Hitze vorbereitet. So, die Koteletts, die grillen wir so je nach Dicke. Unsere brauchen jetzt so 6 bis 8 Minuten ungefähr. Dann wenden wir die und in der Zwischenzeit machen wir die Kruste. Hier haben wir Semmelbrösel und Crème fraîche. Und was jetzt noch kommt, ist natürlich der Parmesan. So, das sollte reichen. Dann brauchen wir noch frischen Schnittlauch. Den haben wir hier. So, als kleiner Tipp, den Schnittlauch einfach so ein bisschen in Wasser stellen, dann bleibt er wirklich sehr lange frisch. Wenn ihr das in den Kühlschrank macht, dann müsst ihr aber auch das Wasser täglich wechseln. So, wir verwenden jetzt fast alles. Und wenn ihr keinen Schnittlauch habt, dann könnt ihr aber auch so ein bisschen Petersilie nehmen, das ist auch in Ordnung. Oder jetzt gerade natürlich im Frühling einen frischen Bärlauch, ist auch ganz toll. Ja, das reicht so. Und ein bisschen Bärlauch. So, das sollte reichen. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist ein hart gekochtes Ei. Einfach die frischen Eier 10 Minuten kochen. Aufpassen, dass sie keine Sohleier werden. Sohleier erkennt man immer daran, die kriegen so ein, oder diese Matroseneier, so blaue Ränder, wenn sie einfach viel zu lange gekocht worden sind. Das geben wir auch da rein. Dann brauchen wir noch ein bisschen Salz. Ordentlich Pfeffer und noch ein bisschen Olivenöl. So, das sollte reichen. Jetzt einfach schön vermengen. So, und jetzt wenden wir unsere Koteletts und machen die Kruste auf die Koteletts. So, jetzt grillen wir quasi die Koteletts fertig und jetzt machen wir noch einen schönen Salat dazu. Und zwar brauchen wir dazu für unsere Vinaigrette das Maibock, da so 25 bis 50 Milliliter, je nachdem wie viel Spargel ihr mariniert. So, dann nehmen wir dazu Ahornsirup, noch ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer, Olivenöl, so. Und noch ein bisschen Orangensaft. So. So, verrühren. Und jetzt schneiden wir noch ein bisschen Radieschen. So, und jetzt haben wir hier natürlich den Spargel, den haben wir schon geschält. Und jetzt schälen wir den einfach der Länge nach mit dem Sparschäler ab, dass wir so einfach ganz, ganz feine Streifen haben. Könnt ihr dann auch direkt in die Schüssel machen.
Und damit euch die Spargelköpfe nicht kaputt gehen, einfach von hinten nach vorne abschälen. Und die restlichen Stücke, die könnt ihr dann auch mal fein schneiden. So, den Rest, den schneiden wir jetzt einfach in feine Stücke. Weil so ein kleiner Teil, der lässt sich einfach nicht ganz so gut festhalten. So, das sollte schon reichen. So, die Grillzeit unserer Koteletts, die ist jetzt um. Und jetzt machen wir den aus. Und jetzt lassen wir die Koteletts nur so 3 bis 5 Minuten ruhen. Das hat den Vorteil, dass einfach der Fleischsaft sich wieder in den Fasern sammeln kann und die Koteletts nachher einfach wunderbar saftig bleiben. So, das sieht schon mal gut aus. So, jetzt nehmen wir noch ein paar frische Kräuter. Da könnt ihr natürlich noch ein bisschen Petersilie nehmen. Und auch noch ein bisschen Schnittlauch, vielleicht sogar noch ein bisschen Bärlauch. So, auch hier wieder fein schneiden. So, und jetzt habt ihr auch noch einen wunderbar schnellen Salat zu euren Koteletts. So, und jetzt geht's schon los. Die Radiese nicht vergessen. Und dann nehmen wir auch hier natürlich noch ein paar frische Kräuter. Ein bisschen Olivenöl. Und ein bisschen schwarzen Pfeffer. Wir genießen jetzt unsere Koteletts mit diesem fantastischen Spargelsalat. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachgrillen dieses tollen Rezept. Cheers!